Wann werden wir wieder tanzen gehen? Wann sehen wir uns wieder? Die Zeit steht einfach still, wie in einem schlechten Film. Hallo, liebe Fräulein Nelson. Hallo. Es ist wieder soweit. Es ist wieder Freitag. Jawohl. Direkt vom Herd. Direkt vom Herd. Und heute gibt es was Leckeres, aber ich habe mir das nicht ausgesucht. Heute habe ich mir das ausgesucht. Ja. Heute gibt es eine Lachsbowl mit einem scharfen Champignon-Rahm. Lachs und Champignons. Mhm. Ich stolper gerade über den Bowl. Bowl. Was ist das? Schüssel. Schüssel. Also, Also, ich sag mal, stell dir das so vor, Bowl. Ja. Und da kommt alles rein. Ach so, also Ein das heißt... Keller, alles und alles drauf. Ah, es ist auch ein Wort der Neuzeit. Bowl, ne? Wenn ja, und dann kennst du noch diese es gibt ja auch diese One-Pot-Gerichte, das ist jetzt auch neu. Das ist auch, da kommt nicht alles auf einen Teller, da kommt alles in einen Topf. Ah ja, okay. Also wir beschränken uns heute auf die Bowl. So ist es. Okay. Jetzt kommt die Frage, was brauchen wir dazu? Wir brauchen Lachs, klar. Ist klar. Wir brauchen rote Zwiebeln, wir brauchen eine rote Peperoni. Wir brauchen Champignons, Salat, Reis. Was hast du Salatherzen, sehe ich gerade? Romana-Salat. Romana, also Salatherz ist das, genau. Nennt man das, glaube ich, ne? Ein bisschen was weiß ich auch. Ja, das war's eigentlich schon. Okay, gut. Erster Step. Reis ins kochende Wasser. Besonderen Reis? Nein, kannst du nehmen, was du willst. Okay, und den packst du jetzt schon mal ins... Der geht jetzt ins Wasser. Alles klar, okay. So, der Reis ist im Wasser und der köchelt da jetzt so circa 15 bis 20 Minuten bei schwacher Hitze. Was bedeutet denn, jetzt komme ich wieder, köcheln heißt... Du fragst aber, was weiß ich also, denn? Köcheln ist, wenn es blubbert. Also, ist, kochen ist, wenn es richtig heiß ist, und köcheln ist wahrscheinlich, wenn es so mittelheiß ist. Sag eine Stufe. Zwei. Das ist nur mein Verständnis von Köcheln. Alles klar. Also, der Reis ist versorgt. Ja, und während der Reis vor sich hin köchelt, genau. Nehmen wir uns den Lachs vor. Ja. Und zwar, der muss jetzt in dünne Scheiben geschnitten werden. Dünne Scheiben. Wieso sagst du extra dünn? Weil der kommt nachher roh auf den fertigen Reis. Oh. Und damit er so ein bisschen garen kann, mhm, muss er halt ziemlich dünn sein, weil sonst... Das stimmt, die Hitze, ja. Ah ja, okay. So, ich probiere mich mal in dünnen... Dünnen Scheiben. Okay, und dann warten wir auf den nächsten Schritt. So machen wir es. So, hier sehen wir schon mal die fein geschnittenen Scheiben vom Lachs. Okay, es geht weiter mit... Zwiebel. Die Zwiebel wird geschnitten. Rote Zwiebel. Eine rote Zwiebel, ich sehe es. Mhm. Und die wird dann in so feine Ringe geschnitten. Ah ja, okay. Ich mach das mal. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die Zwiebel nochmal durchzuschneiden, weil das ist einfach einfacher, das zu schneiden, weil das dann platt auf dem Brett liegt. Aha. So, und dann... Gibt's keine Ringe. Halbe Ringe. Halbe Ringe. Genau. Okay. Mengenangaben machen wir nicht, weil das machen wir wieder mit dem Rezept, ne? Genau, das ist einfacher. Dann kann jeder die Menge machen, die er gerne wunderbar braucht. Okay, also jetzt erstmal feine Ringe. Feine halbe Zwiebelringe. Okay. Genau. Zwiebeln haben wir klein geschnitten. Als nächstes Salat. Muss nicht ganz so klein sein, aber genau. Mhm. Wird auch klein geschnitten. Das ist so Romana-Salat, wie Salatherzen hatten wir ja eben schon, ne? Genau. So, für die Lachs-Champignon-Bowl heißt es, ne? So, das schneidest du klein. Was machst du dann? Dann brate ich die Zwiebeln und den Salat an. Ach, da bin ich jetzt gespannt. Ich auch. So, Flocke Butter, wie Herr Hänsel immer so gerne sagt. Die Flocke Butter und... Dann... Pfanne ist noch nicht heiß genug. Ah, kommt. Ja. Dampft schon. Ach ne, ist der Reis. So. Dann die Zwiebeln dazu. Zwiebeln in die Pfanne. Was ich ja irre finde, dass der Salat angebraten wird. Ja, das ist. Das finde ich jetzt echt spannend. Spannend, ja. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Salat anzubraten. Warum nicht?
Warum nicht? So, das Juhu. Muss jetzt erstmal, wie ich immer so schön sage, brutscheln, oder? Ja, wir würzen das jetzt noch mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Ja. Das machst du immer so nach Gusto, ne? Zweimal so nach Gusto, weil ich keine Ahnung habe. Sag ruhig, wir haben keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Ja. Aber muss man nicht so glauben. Nein. So, und das Ganze jetzt so ungefähr 2 Minuten anbraten. Okay, dann gucken wir den in die Pfanne, wenn es soweit ist. So machen wir es. So sieht es aus, ne? Wenn der Salat, der geschnittene Salat, mit den Zwiebeln angebraten ist. Genau. So, riechen tut es lecker. So, und jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Jetzt passiert Folgendes. Kommt das zu unserem fertigen Reis. Das mischst du jetzt in einer Bowl. Für eine Bowl, in einer Bowl, genau. In einer Schüssel. Das mischst du jetzt, also unter den Reis, den wir gekocht haben. Pass auf. Mhm. Okay. Puh. Dampftüchtig. Ja. So, wenn du mal gucken möchtest. Ja. So, also das sind jetzt gekochter Reis, Salat und Zwiebeln und gewürzt. Genau, pass auf, es geht aber auch direkt weiter. Ah ja. Jetzt kommt das Ganze schon mal in die Bowl. Also jetzt packst du das schon auf den Teller, also naja, in die Schüssel sozusagen. Genau. Mhm. So. Ah ja. Und jetzt kommt unser Lachs, den wir dünn geschnitten haben. Den legst du da rot drauf? Der kommt jetzt hier rot drauf. Spannend. Und dann durch die Wärme von dem Reis kann er jetzt schon mal so ein bisschen... Ach, der gart dann wahrscheinlich. Genau. Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt, das gart, ne? Was auch immer. Ich mit meiner Terminologie. Ich glaube, es heißt garen. Ich glaube auch. Guck mal, dann sieht das ungefähr so aus. Ja. Ich komme näher. Ja. Füll mal immer. Ach so, das ist jetzt da. Da sind die Lachsscheiben drauf. Genau. Und jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Ja. Und eine Prise. Aber der bleibt nicht, der gart jetzt durch, meinst du? Ja, der gart jetzt noch, weil jetzt kümmern wir uns ja noch um das nächste, nämlich unsere Champignons. Ach ja, wir haben ja auch noch Champignons. Richtig. Und die, was machst du mit denen? Die musst du. Die schneide ich jetzt ein bisschen klein und dann kommen die quasi in die gleiche Pfanne und. Ah ja. Pepperoni kommt auch. Ah, okay, na dann mal los. So, wir sind beim nächsten Schritt. Du hast es angekündigt. Champignons, die Champis sind... Champis sind klein. Und rote, das Rote, Und das kommt jetzt mit einer Flockmutter in die gleiche Pfanne, in der wir gerade die Zwiebeln und den Salat gebraten haben. Ja. Und das wird nicht zu scharf. Das werden wir sehen, wenn es soweit ist. Hoffentlich. Ja. Ja, okay. Also das waren Champignons und die brätst du jetzt mit denen in der gleichen Pfanne. In der gleichen Pfanne. Mhm. So, bei der Gelegenheit muss ich nochmal wirklich sagen, vielen, vielen Dank an alle Fräulein-Dancer. Ihr versorgt uns ja immer so mit tollen Tipps. Wir wissen jetzt, was angießen heißt, den Unterschied zwischen angießen und ablöschen. Oh, mein Lieblingswort. Reduzieren. Reduzieren, da fällt mir ein, oh, ich möchte an dieser Stelle meine Schwiegermama grüßen nach Herdecke. Liebe Grüße und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, und euch Fräulein-Dancer im Lande Bremen, also ihr verfolgt uns und wir kriegen diese tollen Tipps von euch und wir freuen uns darüber, ne? Ja, klar. Also das ist, und wir lernen. Also ich finde, wir haben jetzt in der Zeit, also wenn Corona eins für sich hat, dann, dass ich so ein bisschen kochen will. Ja, tatsächlich also, war. Und viele behaupten ja auch, also ein bisschen was konntet ihr doch schon. Wir, Wasser kochen. Wir konnten nichts, ne? Wir konnten nichts. Also ja. Also es ist wirklich so, dass wir mit Learning by Doing, ne? Ja, ist wirklich so. Mhm. Und wir sind nach wie vor für alle Tipps empfänglich. Wenn ihr Tipps habt, meldet uns. Wir freuen uns ja immer, wenn wir von euch hören. Und wir haben auch schon E-Mails bekommen. Ich habe es nachgekocht. Ja. Oh, dann sind wir immer so stolz, ne? Genau. Schmeckt. Schmeckt ist immer ein gutes Kompliment. Ja, genau. Also bis jetzt hat mir auch von den ganzen exotischen Sachen, also wirklich fast alles, geschmeckt. Auch wenn es mal nicht mit Käse ist.
Ja, heute ist ohne Käse, sorry. Heute ist ohne Käse. Macht nichts, aber ich bin total gespannt, was daraus wird. Der nächste Schritt wäre? Also das muss jetzt 2 Minuten ungefähr anbraten, ja. Und dann kommt da noch die Sahne zu. Und dann kommt das Ganze über die Bowl. Wow. Also, nächster Step wartet, ne? Ich sag Bescheid. Okay. So, die Pilze und die Pfefferoni ist angebraten, wenn du mal gucken möchtest. Das sieht gut aus. Ein Blick in die Pfanne. Oh, ja. Und da kommt jetzt ein ordentlicher Schluck Sahne dran. Ah, okay. Und dann lassen wir das Ganze noch ein bisschen reduzieren. Ach, genau. Reduzieren heißt, die Flüssigkeit wird weniger. Wird weniger. Alles andere sackt in dich zusammen, heißt es, ne? Genau. Aber Flüssigkeit reduziert sich. Das haben wir gelernt. Es ist soweit. Pilze fertig. Jetzt kommt auf unsere Bowl die heiße Soße mit den Pilzen. Ah. Ach, heiß. Und da das jetzt auf den Lachs kommt, müsste der jetzt noch. Gart der ja noch mal mehr nach, ne? Genau. So, ich finde, das sieht großartig aus. Warte. Kann man sehen? Ja, es dampft und man kann es sehen und es macht Appetit. Also, ich finde es gut geworden. Ja, sieht lecker aus. Also dann wünschen wir euch allen, wenn ihr es nachkocht, guten Appetit. Tschüss. Tschüss.